Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius hat am 11. April den russischen Präsidenten explizit mit Adolf Hitler verglichen. Jetzt war Adolf Hitler, das wird der Minister auch wissen, einer der Hauptverantwortlichen für die millionenfache industrielle Tötung von Juden und Sinti und Roma, ebenso für den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit über 15 Millionen sowjetischen Zivilisten, die dem zum Opfer fielen. Da würde mich interessieren, könnten Sie kurz darlegen, was der Minister bezweckt hat mit diesem Art von Vergleich am Rande einer Shoah-Relativierung? Ja, diesen Vorwurf und diese Unterstellung weise ich aufs Schärfste zurück. Sicherlich gibt es viele Aspekte, die man in historischen Vergleichen wählen kann. Der Minister hat sich hier geäußert, weil er deutlich gemacht hat, dass eine Position der Schwäche Putin nicht zur Umkehr bewegen wird. Und da gibt es Parallelen. Zusatz? Pistorius hat in diesem Zusammenhang erklärt, Putin wird nicht aufhören, wenn der Krieg gegen die Ukraine vorbei ist. Das hat er klar gesagt. Jetzt habe ich recht intensiv recherchiert, bin aber auf keinerlei Beleg für die Aussage des Ministers gekommen. Könnten Sie mir da vielleicht aushelfen und die konkreten Zitate, auf die er sich da bezog, nennen? Ich muss meinen Puls gerade runterfahren. Also, wenn die Geschichte seit 2007 nicht belegt genug ist für die Aussagen des Ministers, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Dann hatte ich auf meiner Liste Herrn Brost noch mit der Frage, oder hatte sich das erledigt?